Eine Stornolawine, die den Wintertourismus hoffentlich nicht vollends begraben wird. Und in diesen Momenten erscheint gerade Gesundheitsminister Rudolf Anschober und wird die neuesten Ergebnisse der Ampelschaltung präsentieren. Schmidt? So, eine Verhörmethode zumindest. Er bereitet sich auf die Fragen vor. Von Beginn an Scharfheit. Okay. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Freitag ist Ampeltag. Es ist heute ein sehr entscheidender Freitag, ein entscheidender Ampeltag für Österreich, für uns alle hier. So hätte ich das verstanden. Es sind gestern sehr viele Bezirke auf Rot gestellt worden. Und wir freuen uns, dass die Sprecherin der Ampelkommission heute da ist, um auch zu erklären, wie es zu dieser Risikoeinschätzung kam. Und ich begrüße ganz herzlich die Mona Wieshofer, die uns heute in Gebärdensprache übersetzt. Vielen Dank dafür. Und ich begrüße den Gesundheitsminister. Mein Name ist Margit Draxl, ich bin die Sprecherin des Gesundheitsministers. Bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen Vormittag in einer Situation, die tatsächlich eine sehr, sehr ernste ist. Das, was gestern in der Ampelkommission in Farbe gegossen wurde sozusagen, und zwar in einer auffällig stärkeren Rotfärbung Österreichs, entspricht dem, was wir eigentlich international an Situation haben, was wir vor allem in Europa an Entwicklung haben. Die Pandemie nimmt an Lauf zu im Augenblick. Wir merken weltweit sehr stark steigende Fallzahlen. Wir haben etwa im Frühling rund 250.000 Infektionsfälle pro Tag gehabt, zusätzlicher Natur weltweit zusammengenommen. Und wir haben derzeit rund 350.000 bis 400.000 pro Tag zusätzliche Fälle. Das heißt, das ist ein sehr, sehr klarer Beleg dafür, dass wir nicht am Höhepunkt leider angelangt sind, sondern dass es nach wie vor Zuwächse gibt. Und diese Zuwächse gibt es vor allem in Europa. Europa ist derzeit das Epizentrum dieser Pandemie. Wir haben in Europa ein Drittel der Neuinfektionen. Wir haben in Europa Zahlen, die höher sind als die Zahlen der Neuinfektionen in Brasilien, in den USA und Indien zusammengenommen. Das zeigt, glaube ich, dass tatsächlich Europa derzeit hauptbetroffen ist. Und wir haben viele, viele Regionen, in denen die Zahlen wirklich dramatisch nach oben gehen. Wir haben Ihnen den 7-Tages-Inzidenten im Vergleich in einer Grafik dargestellt. 7-Tages-Inzident, also die Neuinfektionszahlen pro 100.000 Einwohner gerechnet. Und da sehen wir, dass Österreich bei einem Wert, und das ist der gestrige Wert, muss ich dazu sagen, sind noch nicht alle Werte österreichweit da, europaweit da. Und von daher sehen wir auf Basis der gestrigen Zahlen, die aber einem Grundtrend seit Tagen und eigentlich seit Wochen entsprechen, dass die Werte sehr, sehr hoch sind. In Österreich liegen wir bei einem 7-Tages-Inzidenten von rund 134. Wir sind damit in etwa vergleichbar mit Italien im Augenblick, was diesen 7-Tages-Inzidenten betrifft. Höher als Ungarn, deutlich höher als Deutschland, aber auch in Deutschland und in Ungarn steigen die Werte sehr, sehr deutlich. Und wer ein bisschen die Diskussion gestern, vorgestern, heute in Deutschland mitverfolgt hat, sieht, dass auch dort die Sorge eine sehr, sehr große ist, was die Entwicklung in ihren Ländern betrifft. Sie sehen einige Länder, die in Europa sehr weit vorne sind, was diesen 7-Tages-Inzidenten, also den vergleichbaren Wert der Neuinfektionszahlen betrifft, mit einsam an der Spitze Tschechien. Und da sieht man, was dieses Virus kann. Es kann nämlich extrem dynamisch sich entwickeln. Tschechien war noch vor einigen Wochen einer der allerbesten in Europa im Vergleich und ist nun in einer extrem schwierigen Situation. Belgien sehr, sehr stark belastet, die Niederlande sehr stark belastet, Slowenien sehr stark
Die Schweiz auch mittlerweile gerade in den letzten 10 Tagen ganz massiv nach oben gegangen. Frankreich ist kein Geheimnis, dort sind seit Wochen bereits die Zahlen sehr, sehr stark im Steigen. Detto die Slowakei, Spanien, das Vereinigte Königreich, Polen und dann kommt eben Österreich. Und alle miteinander haben eine vergleichbare Situation. Die Zahlen sind in den letzten 2, 3 Wochen drastisch gestiegen. Das ist eine sehr ernste Lage. Eine sehr ernste Lage, auf die sehr unterschiedlich reagiert wird, gerade in den Ländern, die sehr hohe 7-Tages-Inzidenten haben, sehr kräftig reagiert wird. Wir haben, wie Sie wissen, die ersten Lockdowns in halb Europa mittlerweile, um es etwas vereinfachend darzustellen, teilweise Lockdowns oder sogenannte Teil-Lockdowns in Slowenien zum Beispiel, alle nicht wesentlichen Geschäfte geschlossen, weitere Verschärfungen angekündigt, Gastronomie, Sporteinrichtungen, Kulturbetriebe, Hotels, Friseure, Kindergärten etc. geschlossen. Italien verschärft ebenfalls deutlich wieder die Situation. Tschechien, Lockdown seit gestern, geöffnet sind nur mehr Apotheken, Supermärkte und Drogerien. Slowakei ein teilweiser Lockdown, in Frankreich nächtliche Ausgangssperren in den größeren Städten, Spanien lokale Lockdowns ebenso. Und so könnten wir die Liste weiter durchgehen bis Irland, wo der Lockdown seit Dienstag Realität ist und im United Kingdom ein Lockdown in Wales seit Beginn dieser Woche. Ja, und genau dort wollen wir nicht hin in Österreich. Wir wollen nach wie vor, und das ist das erklärte Ziel, den Lockdown verhindern und vermeiden. Und ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir das schaffen. Denn die Zahlen sind ernst, die Entwicklung ist eine deutlich zunehmende, auch bei uns in Österreich. Aber wir haben, wie ich meine, und da bin ich absolut überzeugt, alle Chancen, die schwere Maßnahme, die wir verhindern wollen, tatsächlich zu verhindern. Und was ist bei uns immer ein Parameter? Unser Parameter ist natürlich die Situation in den intensivmedizinischen Bereichen. Das ist unser zentraler erster Parameter, wenn es ganz eng wird. Sie wissen, wir haben ja im Covid-Maßnahmengesetz verankert, dass es Lockdowns in Österreich nur dann geben kann und geben darf. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn einerseits der Hauptausschuss des Parlaments zustimmt, sind wir eines der wenigen Länder, die hier eine demokratische Einbettung einer derartigen Entscheidung auf parlamentarischer Ebene realisiert. Und zweitens, wenn wir, so ist das Zitat im Covid-Maßnahmengesetz, vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems stehen würden. Und wo stehen wir da jetzt bei diesem Gesundheitssystem? Und im Übrigen, ich begrüße es sehr, was gestern Mediziner und Medizinerinnen gemeinsam kommuniziert haben, hier achtsam zu sein, vorsichtig zu sein und diese Situation der Spitäler, die ja weit über die intensivmedizinische Betreuung hinausgeht, sehr gut im Auge, kontrollierend im Auge zu haben. Wie sieht nun die Situation aus? Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass Sie zwei unterschiedliche Zahlen in der Vergangenheit gehört haben, möglicherweise. Das ist so erklärbar. Wir haben rund 2000 intensivmedizinische Betten in Österreich. Man kann entweder von diesen 2000 Betten den Prozentteil nennen, der jetzt besetzt ist mit Covid-Patientinnen und Covid-Patienten, oder man kann die reservierten Covid-Betten hernehmen als 100% und von denen einen Prozentzahl der bereits ausgelasteten Betten realisieren. Da ist der Faktor gut 1:2, etwas mehr. Die Zahlen, die ich Ihnen jetzt sage, sind die Gesamtkapazität der intensivmedizinischen Betreuung. Und ich möchte Ihnen ganz kurz den Trend sagen und die Prognose in dem Bereich, damit Sie das ein bisschen einordnen können. 15. Oktober hatten wir eine Auslastung von 6% gesamtintensivmedizinischer Betten durch Covid-Patientinnen. Am 22.10., also eine Woche später, ganz aktuell, hatten wir eine Auslastung von 8%, also eine Steigerung, aber eine überschaubare Steigerung, sage ich jetzt einmal. Und wir haben ja immer alle 2 Wochen eine interne Prognoserechnung via Modellierung, die durchgeführt wird über die GÖK.
mit den besten Modellierern, die wir kennen und die deswegen eine sehr von uns wertgeschätzte Prognosearbeit durchführen. Und die sagt uns voraus für den Zeithorizont bis 4.11., also 2 Wochen, sagt uns voraus eine Auslastung von 12%. Das heißt, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Trend geht nach oben. Aber die gute Nachricht ist, wir haben noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Absolut kein Grund für Panik, aber ein Grund, sehr präzise hinzusehen und das sehr gut zu kontrollieren. Natürlich zusätzliche Infektionszahlen, da haben wir vor 2, 3 Wochen eine gute Nachricht für Sie gehabt, dass sich die nicht 1:1 in zusätzlichen Hospitalisierung und intensivmedizinischen Betreuungsfällen niederschlagen. Jetzt merken wir mit einer gewissen Zeitverzögerung, dass schon auch die Kurve bei den Hospitalisierungszahlen und bei den intensivmedizinischen Betten eine zunehmende ist. War aber auch nicht anders zu erwarten. Ein bisschen erfreulich ist, dass die Belagsdauer nicht so umfassend ist wie noch im Frühling. Das nimmt etwas ab, das ist gut. Zeigt auch, dass wir mittlerweile gelernt haben, natürlich auch im medizinischen Betreuungsbereich mit dieser Erkrankung, mit dieser schweren Erkrankung umgehen zu können, obwohl es bis zum heutigen Tag nach wie vor kein spezifisches Medikament für diese Erkrankung gibt. Also, diese nächsten Wochen werden auch aus dieser Sicht, was die Intensivbetten betrifft, entscheidend werden. Und wir werden uns tagtäglich natürlich kontrollierend diese Entwicklung ansehen. Derzeit haben wir kein Thema jetzt, was die Auslastungsproblematik betrifft. Aber das könnte sich, wenn Zahlen nach oben gehen, wenn sie wirklich durch die Decke gehen würden, auch ändern. Ich sage es aber immer wieder dazu, wir haben ein unglaubliches Glück, dass es seit vielen, vielen Jahren in diesem Land ein großartiges Gesundheitssystem gibt. Und auf diesem großartigen Gesundheitssystem aufbauend haben wir eine bessere Lage wie manche andere Länder, die ihre Gesundheitssysteme privatisiert, gekürzt, kaputt gespart haben und die schon jetzt in einer Grenzsituation bei der Spitalsversorgung sind. Das als Situation. Das Zweite, was ich für diese nächsten Wochen einfach dazu sagen möchte, ist, wir stehen in ein paar Bereichen jetzt vor wichtigen Terminen, wo wir wissen, dass das Situationen sind, wo die durchaus das Potenzial hätten, für zusätzliche Ausbreitung und Ansteckung zu sorgen. Ein Termin sind die Herbstferien. Oft verbunden mit einer starken Reisetätigkeit, mit mehr Frequenz, mit mehr Verkehr. Da ist ganz einfach mein Appell, wenn es irgendwie geht, bleiben Sie zu Hause diesmal und vermeiden Sie die Reisetätigkeit. Wenn Sie sie durchführen, dann bitte sehr genau auf das Verhalten schauen. Das, was wir als Basis Maßnahmen immer verankern und immer wieder appellieren, das einzuhalten, gilt natürlich auch für einen potenziellen Urlaubsort genauso. Also wichtig, Herbstferien können eine Chance sein, aber können auch ein Risiko darstellen. Da hängt es ganz stark an uns allen. Zweiter Appell ist Allerheiligen. Bei Allerheiligen auch die Situation, dass wir auch dort schauen müssen, dass wir nicht zu enge Kontakte haben. Ich bin sehr froh darüber, dass da die Kirchen auch gut in der Vorbereitung sind, was Empfehlungen vor Ort betrifft. Die bitte beachten und dann sollte das auch gut gehen können. Und der dritte Appell ist Halloween. Da wissen wir, da geht manchmal die Post ab. Und das wünsche ich allen wieder, dass die Post abgeht im Jahr 2021, aber nicht heuer. Heuer haben wir keinen Platz dafür. Zusätzliche Ansteckungsfälle dadurch, dass man eine spezifische Feier mit manchmal doch etwas Promillegehalt durchführt, das ist jetzt wirklich nicht ratsam. Ganz im Gegenteil, bitte diesmal verzichten darauf. Der ganz dringliche Appell, das sind so entscheidende Orte und entscheidende Punkte. Ja, und schließlich die Situation, was tun wir konkret an Maßnahmen? Wie geht es in dem Bereich weiter?
Wir haben einerseits und werden das sehr intensiv in den nächsten Tagen neuerlich kommunizieren, die Frage der Basismaßnahmen, das gilt immer ganz stark auch fürs Wochenende und Basismaßnahmen, Sie wissen es, die drei großen Basismaßnahmen, die sind Hygiene, heißt Hände waschen, es klingt so banal, aber es ist extrem wichtig, heißt zweitens den Mindestabstand einhalten, jetzt ist er rechtlich auch wieder vorgeschrieben, und heißt drittens den Mund-Nasen-Schutz verwirklichen und erleben. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, der für uns sehr, sehr wichtig ist, das ist die unfassbar engagierte Tätigkeit der Gesundheitsbehörden. Hut ab, was die an Herausforderungen haben, aus nach vielen Jahren, wo sie nicht eine derartig intensive Belastung hatten, jetzt ein Praxistest, der phänomenal ist und der seit vielen Monaten mittlerweile anhält und der die Gesundheitsbehörden extrem fordert, schnelle Testungen durchzuführen. Da wird es jetzt etwas einfacher werden durch den Antigentest, weil es eine gewisse Entlastung auch für 1450 durch die Testmöglichkeit durch niedergelassene Ärzte gibt. Zweitens das Kontaktpersonenmanagement, sehr, 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 sehr wichtig, dass das nach wie vor schnell erfolgt, dass es präzise erfolgt. Und drittens in dem Zusammenhang die Stop-Corona-App, die sich im Übrigen gut entwickelt, die deutlich stärker jetzt angenommen wird. Da ist mein dringender Appell, machen Sie mit, installieren Sie sich. Es ist so einfach und das unterstützt das Kontaktpersonenmanagement auf eine gute Art und Weise, eine begleitende Art und Weise. Die Stop-Corona-App hat mittlerweile 1,1 Millionen Downloads, hat bereits 1100 rote Warnungen praktiziert und das ist viel, aber das wird noch deutlich zunehmen. Weil ich der Überzeugung bin, dass die Bevölkerung hier noch stärker einsteigen wird. Der dritte große Bereich, und wir sind ja immer am Freitag in der Früh, sozusagen als Folgewirkung der Entscheidungen der Corona-Kommissionssitzung, dann mit den hauptbetroffenen Bezirken am Videotisch und diskutieren und analysieren die Ursachen im jeweiligen Bezirk, warum der Bezirk orange oder rot ist und schauen uns dann an, welche regionalen Zusatzmaßnahmen verankert werden, geplant werden, schon in Umsetzung sind, wo es reibt, wo es gut funktioniert. Und das war heute natürlich eine sehr, sehr lange und intensive Sitzung aufgrund der viel mehr betroffenen Bezirke und von der Grundstimmung her eine, die die Herausforderung anerkennt, die weiß, dass es eine sehr ernste Situation ist und wo ich den Eindruck habe, dass viele, viele regionale Maßnahmen nicht nur schon in Umsetzung sind, sondern auch zusätzliche geplant sind. Das ist eine ganz große Chance. Warum ist die so wichtig? Weil wir damit punktgenau das regionale Ausbreitungsgeschehen auch treffen können. Und von daher, wenn wir die Peaks reduzieren können, dann haben wir eine Chance, insgesamt eine Stabilisierung. Und das ist natürlich unser Ziel zu erreichen. Da arbeiten wir dran, dass auch in allen betroffenen Bezirken diese Zusatzmaßnahmen verankert werden. Mein dringender Appell ist, diese Handlungsmöglichkeit wirklich intensiv zu nutzen. Und der letzte Punkt, natürlich auch sehr wichtig, die Bundesmaßnahmen, die wir begleitend dazu setzen. Wir haben mit der aktuellen Verordnung, die seit gestern am Tisch ist und veröffentlicht ist und wo die Rechtskräftigkeit mit Sonntag 0 Uhr beginnt und in Umsetzung ist und wo natürlich überhaupt nichts dagegen spricht, das jetzt schon zu leben, was in der Verordnung verankert ist. Wir haben deswegen diese 2 Tage Frist gegeben, weil es schon sehr umfassende Eingriffe für viele Personengruppen in Österreich sind und weil man da, glaube ich, das Anrecht hat, dass man sich vorbereiten kann darauf und sich am heutigen Tag informieren kann. Sie finden alle Übersetzungstätigkeiten durch Fragen und Antworten auf unserer Homepage auf www.sozialministerium.at. Die wichtigsten Fragen, die wichtigsten Antworten übersetzt für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen und gut lesbar und nachvollziehbar. Da geht es eben ganz stark in Richtung Freizeit und Veranstaltungen als Ziel unserer Maßnahmen, weil wir wissen, dass das ein zentraler Bereich des Ausbreitungsgeschehens ist. Und wir gehen davon aus, dass sich diese Verordnung sehr
klar positiv niederschlagen wird, weil wir sehr punktgenau diese Maßnahmen aufgesetzt haben, in der Bundesregierung gemeinsam erarbeitet haben und gemeinsam umgesetzt haben. Das sind die großen Handlungsfelder, die drei Appelle für Situationen, die auf uns zukommen und wo es bestimmte Risiken gibt und wo einfach der Appell ist, Hausverstand einschalten, klug sein, vernünftig sein, vorsichtig sein, Verantwortung wieder füreinander übernehmen und darauf achten, dass wir einen Beitrag leisten, dass wir ein Teil der Lösung ganz einfach wieder werden. Was wir brauchen, ist die Stimmung des Frühlings, wo dieses Österreich gemeinsam gehandelt hat. Und jetzt in dieser sehr ernsten Situation hoffe ich sehr, dass dieser Ernst der Lage erkannt wird und dass wir das gemeinsam wieder so gut hinbringen, wie das im Frühling gelungen ist. Wenn das gelingt, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir keinen Lockdown brauchen werden, sondern dass wir mit den jetzigen Maßnahmen durchkommen werden. Danke. Ich darf nun Dozent Schmidt bitten, die eine Präsentation auch vorbereitet hat. Genau. Nochmal darum, die Ampelkommission tagt ja immer am Donnerstag am Nachmittag, wie ihr wisst. Am Abend gibt es dann eine Veröffentlichung. Dazwischen gibt es auch Veröffentlichungen, das wissen wir auch alle. Aber hier nun die offizielle Stellungnahme und somit auch die richtige Stellungnahme dazu. Bitte sehr. Auch von meiner Seite einen schönen Vormittag an alle. Ja, seit gestern sind 25 Bezirke mit einem sehr hohen Risiko, also sehr hohen Verbreitungsrisiko eingestuft. Und es ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle zu kommunizieren. Es handelt sich hier nicht um das Systemrisiko, das Risiko, wie der Herr Bundesminister gerade ausgeführt hat, für das gesundheitsversorgende System, sondern es ist ganz und klar ausschließlich das Verbreitungsrisiko in der Population. Und wie die Zahlen es jetzt hier in den vergangenen 7 bis 10 Tagen halt geboten haben, bei Berücksichtigung aber auch von Kontextfaktoren, haben diese 25 Bezirke die Kriterien zur Einstufung eines sehr hohen Risikos erfüllt. Sie sehen ein kurzes epidemiologisches Update. Die 7-Tages-Inzidenz, wie wir sie immer darstellen, für die Pressekonferenz heute von Freitag bis Donnerstag im Vergleich vom 9. bis 15. im Vergleich zum 16. bis 22. zeigt, wie zu erwarten, weil sonst auch nicht, diese Einstufung durch eine Steigerung von ca. 95 Fällen auf 151 Fällen pro 100.000, aber in Gesamtösterreich, das ist die epidemiologische Kurve mit dem gleitenden 7-Tages-Mittelwert. Und Sie sehen, dass seit Beginn Oktober sich also hier ein Anstieg darstellt. Und Ziel noch einmal, gerade an dieser Stelle, ist es, die Verbreitungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Und die wesentliche Maßnahme dafür ist natürlich die Reduktion der sozialen Kontakte, wo immer möglich. Wo immer möglich, sage ich. Ja. Also man kann im Arbeitssetting natürlich auch, hat man viele Möglichkeiten des sozialen Kontaktes, wenn es geht, diese ebenfalls reduzieren. Außerhalb des Arbeitssettings sind es nach wie vor natürlich Freizeitaktivitäten, die nach wie vor auch noch stattfinden. Zum Teil sind sie assoziiert, aber auch mit ganz typischen traditionellen Ereignissen, die wir Österreicher hier stets praktizieren, auch als römische Katholiken. Das sind Aktivitäten wie Firmung und Erstkommunion, die unter anderem von Frühjahr in den Herbst verschoben wurde, und die sollen auch stattfinden. Wir wollen nur sagen, dass Aktivitäten, die Konzepte unter anderem auch in den Kirchen ausgezeichnet funktionieren. Es geht dann meistens um die Aktivität, die dann danach passiert, die natürlich ist, das gemeinsame Zusammensitzen, das Feiern, das Essen. Und das muss man hier bedenken, dass hier mögliche Settings für Verbreitung, für Ausbreitung passiert, unter anderem auch das Feiern der Niederkunft eines Österreichers, also das heißt das Baby, das Storch aufstellen,
zum Beispiel. Auch das ist assoziiert natürlich mit Feier, Freude und Glück. Und wenn man das tut, dann unter bestmöglichen Vorsichtsmaßnahmen, und die sind ja klar und kommuniziert, Tragen von Masken, Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken und auch den Abstand so viel als möglich, beziehungsweise solche Feierlichkeiten eben von der Personenanzahl auf ein Minimum reduzieren. Wichtig ist auch an dieser Stelle von uns zu sagen, wenn wir über die Kalenderwoche die Settings, diese Ihnen schon so bekannten Settings der Transmission, also der Verbreitung, also des Erwerbs der Infektion darstellen, ist es, Sie sehen hier an der Kurve oder an dem grünen Balken, natürlich steigt mit Anzahl der Fälle, steigt auch unter anderem die Anzahl jener Fälle, die Sie in der Freizeitaktivität hier auch darstellen und ergeben. Und die gilt es ja hier doch, also erfreulicherweise muss ich sagen, dass sich hier ein tendenzielles Plateau darstellt, und man sollte hier versuchen, diese freizeitaktivitätsbedingten Erwerb weiter zu reduzieren. Der Haushalt nimmt nach wie vor hier einen Teil ein, der stets also natürlich jene Setting ist, in dem der engste Kontakt passiert. Das ist überall beschrieben und das ist plausibel, auch epidemiologisch und virologisch, dass dann natürlich hier der einfachste, das Virus es am einfachsten hat, weil das ist der längste Kontakt und der nächste, der im Haushalt, also unter Haushaltsmitgliedern passiert. Aber wichtig ist vielmehr, bei Haushaltsübertragung kann man weniger ansetzen als bei all den anderen Aktivitäten, die dann letztendlich dazu führen, dass das Virus auch in den Haushalt eingebracht wird. Das ist also Freizeit, wenn es geht, hier die sozialen Kontakte wirklich auf ein mögliches Minimum reduziert. Im Arbeitsbereich, Sie sehen, der hat nur einen geringen Anteil mehr. Und ganz wichtig ebenfalls auch zu verhindern, dass das Virus in den Gesundheitsbereich, also gesundheitsversorgenden Bereich eingebracht wird. Und das sind hier, Sie sehen, das ist der rosa Balken, nimmt das zu. Und das sind prima die Alten- und Pflegeheime. Da gilt es, alle Anstrengungen hineinzusetzen, den Eintrag des Virus, worüber und durch wen auch immer, zu verhindern, weil die machen natürlich dann auch die schweren Verläufe aus, weil natürlich höheres Alter ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf und auch für Hospitalisations- und intensivmedizinische Betreuung ist. Großer Fokus eben darauf, dass diese Bevölkerung, die das höchste Risiko für den schweren Verlauf hat, bestmöglich auch in einer Situation, in der die Virusaktivität in der Population höher ist, am besten oder bestmöglich geschützt ist. Die Bildungsbereich, Sie sehen, das ist der anthrazit-graue Bereich, hat nur wenig Bedeutung, wie es unter anderem jetzt auch von Daten der Surveillance des Robert-Koch-Institutes, auch unsere Aussagen, die wir seit Wochen auch immer kommunizieren, aber erfolgreich bestätigt haben. Es ist ein solches, dass die Bildungseinrichtungen nicht das Hauptsetting für den Erwerb der Infektion der Schüler oder der unter 14-Jährigen ist. Also nur ganz wenige Cluster haben wir, die in dem Bereich ihren Anfang finden. Hier noch einmal die Altersstruktur. Es ist wichtig, dass wir wieder heute hier einen Schnitt erreichen wie Kalenderwoche 35, jung, Durchschnittsalter 34 Jahre, jetzt leider schon bei 41 im Schnitt. Das heißt, da haben wir auch den 90. Perzentile, liegt bei 70 Jahren, und die machen dann eben auch die höhere Hospitalisation und auch intensivmedizinische Betreuung aus. Und die gilt es wieder in den nächsten Tagen mit allen Anstrengungen auf ein geringeres Niveau zu senken. Hier erfreulicherweise sehen Sie die Darstellung der unter 25-Jährigen ebenfalls über die Zeit, Laberdiagnose. Sie sehen also hier die Jungen, also die unter 14-Jährigen wirklich, ja, nehmen nach wie vor, besonders die unter 9-Jährigen, nur einen kleinen Anteil an. Ja, und hier größerer Anteil sind die 15- und 19-Jährigen. Und auch die sind ein guter Proxy, sagen wir, für Aktivitäten in der Regel im Freizeitbereich. Ja, auch hier sind es nicht die Bildungseinrichtungen nur ganz vermindert, sondern die Freizeitaktivität, die man halt als 15- bis 24-Jähriger macht. Und da gilt es auch wieder zu appellieren, und nicht nur Vernunft, sondern einfach an das risikobewusste Verhalten, weil ich als junger Mensch, also ich nicht, sondern die, die wirklich halt in der Altersgruppe sind,
natürlich auch Risiko haben, ja, es nur mild zu erwerben, aber auch in dieser milden Form eben die höhere Altersgruppe hier zu gefährden. Ja, damit möchte ich eigentlich aufhören und möchte nur sagen, dass also die Diskussion gestern war eine sehr vernünftige und eine auf gegenseitige Einsicht basierende Entscheidung auch. Die roten Bezirke, das ist auch noch eine ganz wesentliche Botschaft von der Kommission und die darf ich als Stimme der Kommission noch weiter verbreiten, heißt, dass die risikoadjustierten 7-Tages-Inzidenz sehr wohl den Signalwert für ein sehr hohes Verbreitungsrisiko überschritten haben. Trotzdem haben wir nach wie vor im Großteil der roten Bezirke Cluster, die gut kontrollierbar sind, die einzufangen sind und die durch die exzessive Testaktivität auch, das ist auch ganz wesentlich im Vergleich zur ersten Phase der Epidemie, gleich einmal eine größere Fallzahl ausmachen. Ja? Wenn etwas in das Altersheim eingebracht wird, dann wird durch eine groß angelegte Testaktivität alle Bewohner und Personal getestet. Großer Anteil zwischen 20% und 30% sind asymptomatisch. Das ist günstig im Sinne des Epidemieverlaufs, weil diese sind in der Quarantäne, haben ein geringeres Risiko, auch in ihrem Infektionsstatus zu verbreiten und sind sowieso bereits schon in der Quarantäne, bevor ich sie noch identifiziere. Habe. Positive Botschaft durch die auch exzessive Kontrolle und Zusammenarbeit der Gesundheitsbehörden können also die Quellen dieser vermehrten Fälle aufgedeckt werden und sobald sich hier gut unter Kontrolle ist, ist ein gutes Zeichen. Damit kann natürlich auch sehr rasch wieder ein Bezirk in seinem Verbreitungsrisiko sich reduzieren. Wichtig ist, es gilt also hier mit allen Mitteln, die wir hier einsetzen, auch in der Kommunikation, die Community, das heißt die unkontrollierte Verbreitung innerhalb der Allgemeinbevölkerung, sprich das unkontrollierte Auftreten von Clustern zu verhindern. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass da tun sich auch Fragen auf, verstehe ich auch, was ist das unkontrollierte Verbreiten, all das. Vielleicht darf ich das noch einmal zurückspielen an die Frau Schmidt, dass sich das noch einmal erklärt, vielleicht auch, was bedeutet denn das, dieses Vermischen der Cluster? Ja, na unkontrolliert, ja, also eine Epidemie ist bestmöglich in der Kontrolle, wie sich es dann auch zeigt, wenn sich zum Beispiel die Ausbreitungsgeschwindigkeit reduziert, beziehungsweise sukzessive von Zeit zu Zeit auch das Auftreten der Cluster. In diesem Fall, weil die Covid-Epidemie in diesen Cluster, in diesen Nestern auftritt, das was ja viel günstiger ist als die Influenza-Epidemie, ist es nach wie vor, haben wir hier die Möglichkeit, so rasch als möglich diese Cluster aufzufinden und wenn die aufgefunden sind und die werden nach wie vor zeitgemäß und zeitgerecht eben durch dieses Contact Tracing, durch diese Quellenauffindung und Clusteranalyse gefunden. Und dann gilt es einfach, ja, durch die rasche Setzung wieder Quarantäne, Isolation, ja, das Verbreiten innerhalb dieses Clusters, dass der immer größer wird und größer und größer und dann wiederum in anderen Bereichen sich verbreitet, wie in die Allgemeinheit. Das gilt es eben, das heißt dann unter Kontrolle halten. Die mögliche Personengruppe, ja, die einen den Fällen, die als Quellenfällen oder als Primärgeneration so einer Häufung ausgesetzt waren, ja, kann man durch die Kontrolle oder das macht dann die Kontrolle aus, so rasch als möglich in die Quarantäne bringen. Und dann habe ich die weitere Ausbreitung, diese Kette, wenn Sie sich erinnern, in den Anfängen eigentlich schon abgebrochen, bevor sie noch weitere Generationen ausmacht. Und das heißt unter Kontrolle bringen. Man sagt auch, sie hat sich etwas ausgedünnt oder ausgebrannt. Also es gibt nicht mehr diese Kohorte, in der wieder ein neuer Fall, wieder eine neue Generation auftritt, ist schon so unter Kontrolle, nämlich eben in der Heimquarantäne, sodass es von da aus keine weiteren Verbreitungen mehr geben kann. Das ist natürlich, je besser ich jetzt hier diesen Clusterauftritten nachkomme und sie identifiziere, da handelt es sich eben um eine private Veranstaltung. Das ist die Kohorte, die waren eingeladen, die teste ich, die bringe ich in die Quarantäne. Ich verhindere, dass von denen weitere Generationen ausgehen. Wenn ich das schaffe und ich schaffe es noch, also
Wir schaffen es noch. Die involvierten Gesundheitsbehörden und alle Beteiligten auch, auch die Beteiligten, die Betroffenen sind, indem sie Auskunft geben über ihre Kontakte und diese nennen und diese Kontaktpersonen bereit sind, in die Quarantäne zu gehen. Also wir als alle Österreicher schaffen das nach wie vor. Und je mehr auch in weiterer Folge, in der folgenden Kalenderwoche das gelingt, desto eher können wir wieder hier ein Plateau erreichen.